herzlich willkommen bei Boas Vlog. Ich bin heute hier mit Tracy, Valerie, Dorothy, Sebastian, Lily, Iberta, Beverly, Melvin, Melin, Kojo. Da das erste Never Have I Ever so gut angekommen ist, dachten wir uns, why not do it again? So, Teil 2 ist heute da. Wie ihr es schon aus dem ersten Teil kennt, beantworten wir die Fragen wieder mit diesen Schildern. Yeah. So, let's go. Schon mal vor Lachen in die Hose gemacht. Ja. Both of you? Na, es ist eigentlich ein bisschen, ja. Doch, ja. Was ist so, so, ich hab mich schon mal vor Lachen in die Hose gemacht. Ich auch. Doch, das war sogar bei mir. Oh, ja. Wow. Nein. Es war dieses... Nein, das war jetzt, die muss auf die Toilette. Die muss immer, wenn sie auf die Toilette muss, dann bin ich irgendwie extra lustig. Und dann sagt sie immer, hör auf, Sibi, du weißt, ich muss pissen. Ja. Sie haben nur einen Zirkel. Boah, du. Nein, du. Das ist alles so eklig klingen. Weißt du, wie viel? Ja, ich hab's alles so eklig. Alles ist so. Ja, nur einen Zirkel. Ist leicht. Aber sie hat nur einen Zirkel. So tropfen. Das war nicht so. Das war nicht dieses. Das war jetzt so tropfen einfach. Ja. Kosmos. So wie wir lachen. So wie wir lachen. Was ist ein Sprinkle? Ja! Ein Sprinkle auf Pee! Auf Pee Water! Wow, ja, so unfair. Wow, you said yes too! Nein! Ich hab es, aber es war nicht. Nein. Nicht wie Pink, it was just like the truffle. Was war's dann? Nein, nah, just, sorry. Oh! Oh, you pee? Ich musste aufs Klo, da war zu meiner Tante auf dem Klo, konnte ich aufs Klo gehen und ich zurückgekommen. Und dann hat mein Kunde mir weiter zu lachen gedacht. Und dann habe ich gelacht, gelacht, ich bin umgefallen. Und dann ist der Roller gefallen. Und dann habe ich ja losgelassen. Oh mein Gott. So, and you are talking about some people having smelly pants, but your whole body be smelling after you pissed yourself? Boah, das Ding war so krass, ne? The whole drive home. I feel you. Ah, ey, ich war jung, ne? 12. Oder so ein Typ, ne? Still old enough. Shut up! Hey, shut up! Shut up! Und bei dir? Ja. Also ich muss sagen, ich habe schon mal vor Lachen gefurzt. But why you look at me like jeder von euch war? Schau mal, wie sie lacht. Sie auf jeden nein, Fall. Vor Lachen so. Doch. So. So. Oh, nein, shit. Nein. Das stimmt so hart. Doch. Ich hab noch sie. Vielleicht zieh nicht alle mit rein. Nein. Was? Warum tut das etwas unnormal? Ich hab schon mal einem Follower meine Nummer gegeben. The hell? Bruh. Melvin? Hi! Was? Melvin? Nö. Hey. No. Yeah. Nef. You never? They still waiting though. You never? Give out numbers, like. Exactly, girl. Oh. Tell them. Du hast schon mal einen Follower. Follower, ey. Ich war bei mit dir. Ja, never. Nope. They're still waiting though. They're oh, still wow. waiting. Okay, girl, we heard you. Know, you a hoe. That's what. No. If I catch you, give your number out. I bet. Who are you looking at? Guess who? All of you. But he a hoe. But to that. Why am I a hoe? Ho, ho, it's business. Okay? business. What type of business are you doing? Red lights. Okay. Oh my god. Okay. What? Ich habe schon mal absichtlich Anrufe meiner Eltern ignoriert. Da! Oh, bist du wieder? Boah, immer. Oh, ja, ja, ja. Einfach heute. Muss ich nochmal machen. Er weiß schon, dass er das machen muss. Ja, like, ich sag jetzt, bei afrikanischen Eltern muss man manchmal ja, einen Anruf ignorieren. Ja, ist okay. Was rufst du überhaupt an? Ich hab mir nicht gesagt, wie man ja, wofür
Ich bin at home, ich chille, die ist unterwegs und sie fliegt immer an. Bring mir das zu U-Bahn, bring mir das zu U-Bahn. Zu U-Bahn? Wow. Ja, oder hol das, damit sie weitergeht. Also ich bin ehrlich, ich habe meine Mutter noch nie ignoriert, aber mein Vater. Oh, yeah. Ja, das ist nichts Neues. Ah. Wie kennst du? Bei mir auch. So, das ist so Standard. Please don't watch this video, dann ich. Ich hab schon mal 10 geleckt. Ah. Bird, man. We don't do that! No. We don't do that! Ich hasse Füße, ich finde Füße so eklig. So abartig, like disgusting. Chris. Alter, ja, ich muss mal die Frage, like. Nee, das kann ich muss mich gerade Reaktion lachen, weil. Warum denn wieder? Meh! Meh! Okay! Tafri! Hast du noch bei? Okay, nee, ich bin mal Tafri und nein da. Wow! Er hat schon seine Füße geleckt. Nano! Mich um! Ich habe schon mal während der Kirche geschlafen. Oh mein Gott, ja, Pastor, we are sorry, but sometimes. Ohne Witz, was mir am meisten wehtut, ist mein Worship, ist ein Worship, ist mein Lieblingspart der Kirche. Und du bist so müde, du fällst einfach, du schläfst einfach ein während Worship. Sometimes I be sitting there and be like, oh, ja. Ey, dein Kopf immer der Kopf. I feel like everyone sees it, but then you be like, no one saw it, I be like, hallelujah. Ich habe schon mal an meiner benutzten Unterwäsche gerochen. Ich weiß, das doch warte mal. Es wäre nicht normal, wenn du es jeden Tag riechen würdest. Naja. So, like, we are not freaks like that. I'm gonna go home, try that tonight. Ich hab schon mal Leute, die es nicht verstanden haben, auf meine Heimatsprache beleidigt. Ach, boah. Everyday. Das ist ein alter Krassini. Oh, du bist aber schön für den Schwarzen. Oh, danke, Kassia. Danke. Oh, das heißt danke auf G. Von Liberta einfach. Ja. Noch nie? Hast du auch noch nie jemanden mit Gern auf Deutsch beleidigt? Du hast mich. Ich beleidige so. Ich hab schon mal dran gedacht, einen meiner Eltern zu schlagen. Oh! Ich konnte ja nur einen Elternteil schlagen, weil. Wow. Diese Story langsam. Gedanke, weil. Every time I wanna see his face, yo. Oh. Chris! Also, nein! Nicht schlagen, mit nicht schlagen! So, jetzt will ich bluten sehen, ja. Aber einfach so. Oh, ja, so! Like. Mm. Also nicht, dass du da einfach schlafen bist, aber in dem Moment, du bist so. So! Ja. Wo du jünger warst. Ja. Also, als jünger warst. Wie schlagt ihr dad? Or your mom? Well. Both! That's the thing! Nein! Du slapped your mom! Ja! Ich habe schon mal Schule geschwänzt. Letzte Woche Montag. Hey, hallo! Nur vom Papa-Tag! I was a good girl. When I was sick, I went to school.
Ja, wie oft hatten wir Noten vom Vatertag? Vatertag war ein Tag, an dem wir einfach uns entschieden haben, nicht in die Schule zu gehen. Und wenn uns jemand auf der Straße von der Kirche gesehen haben und gebrannt haben, obwohl wir keine Schule haben, haben gesagt, Gott, ich Noten vom Vatertag. Was ist das? Und dann, der heißt so. Ja, und dann, wow. Also selber, dass man da keine Schule hat. Ja. So. Ja. Du musst es raus. Das heißt, wir waren in der Stadt. Manchmal siehst du uns am Hauptbahnhof. Wo die Eltern nicht da sind, kochen, essen. Genau. Ich habe schon mal Briefe gefälscht. Nein. Aber sie ja. Ja. Ich bin eins. Aber nein. Wann hast du Briefe gefälscht? So, oh, Helfer. Ich habe Geld gebraucht, Mann, ja. Wow. Chris hat so hart Briefe gefälscht früher. Der hat so Briefe gemacht, dass die in die Schule entfernt. Und dann hat er den Brief von der Schule gescannt, da war der Stempel noch drauf und dann hat er das neu getippt. Der war gefälscht. Ja, damals war ich in einer Beziehung, meine Eltern waren nicht so dafür und jetzt verstehe ich auch, wieso sie nicht dafür waren. Fälsch und ich, glaube ich, ich habe Geld gebraucht und ist okay, ich fälsche einen Brief von der Schule, ich gehe Schulantem oder so. Youth Camp war das. Wir wollten, dass ihr Vater zahlt. So, yes. You scammed your way to Christ? You scammed your father so you can go and see Jesus? Yeah. Die Sache ist, dieser Mann, er gibt mir kein Geld, wenn ich sage, für Kirche. Deswegen muss ich sagen, für Schule. Hab ich sogar Dings da. Das Logo, hab ich auch immer gemacht. Ne, hab ich umgeschrieben. Hab ich auch immer gemacht. Und geschrieben, maschinell erstellt. Ist und kein Unterschied. Boah, Amelie! Ich habe schon mal einen Tag nicht meine Zähne geputzt. Lol. Nein. Ja, ach so, ja. Du lügst. Also krank warst du bestimmt. Nein. Also ich meine, noch nie in deinem ganzen Leben gab es einen Tag, wo du nicht deine Zähne geputzt hast. Wenn du nur zu Hause bist. Nein. Also ich meine, weil das Zähne zu machen. Das hat ich auch, weißt du, also ich nicht. Sorry. Ja, beides Zähne, da darf ich nicht. Ich hab nur vorne geputzt. Ja, man durfte schon. Das ist so, ja. Das ist so schwer. Ja, ich hab nur vorne. Wow. Nein, ich konnte meinen Mund lieber aufmachen, um das zu putzen. Von daher habe ich es vielleicht gelassen. Ich meine, man ist eh nicht ausgegangen. Ja. Man hat nicht und danach kriegt der Mund sowieso. Just leave it like that. Oh, oh no. The natural odor. Or the toilet. Du hast keinen Arsch. Bitte reg mir das Arsch. Was? Ich kenne diese Leute, die Ferien haben und nicht aus dem Haus gehen. Du hast wieder den Zähne geputzt. Ich check das nicht. Wir haben alle Kopf in Du bist mit der rechten Hand. Ja. Ey, warum willst du dann, dass deine Hände nicht? Natürlich. Ich hab schon mal in der Öffentlichkeit gefurzt und so getan, als wäre es jemand anderes gewesen. Ach so, mit Leuten? Nein. Und mit Hunden oder was? Nein, nein, ich dachte, du meinst mal Schwie, wenn du an. Die haben so confused right now. Oh, das ist ja du. Du nicht? Ich schon, ja. Die Sache ist, damals in der Schulzeit, immer wenn Pause war und ich furzen musste, immer wenn man mit den Menschen, wenn der so mitgeht, genau da habe ich gefurzt. Weil da gibt es denn eh so viele Leute. Kann aber wie, das war seine Routine. Nein, ja, das, oh, das ist auch einer immer. Von denen, der in der Schule kacken geht. Nee, nee, nee. Hey, ich gehe auch in der Schule. Also, nein, eigentlich nicht. Also ich gehe nicht kacken, nein. Wenn ich einfach normal kacken muss. Aber wenn ich kacken ja, muss. Ja, ja. Like. Ich hab noch nie in der Schule. Also bei mir ist so. Wozu? Man, bam, I'm just doing it. Na, ja, okay, es ist ätzend. Nee,
Wenn ich kann, dann ist es, wenn ich kann, dann ist es, aber wenn ich scheißen muss und, ja, und ich muss einfach nur scheißen, ja, dann gehe ich nicht scheißen. Aber ja, wenn ich scheißen muss, aber wenn, wenn es auch dann passiert, dann gehe ich auch in die älteste Toilette. Ohne ich bin im Sportgebäude, hinter der Umkleidekabine aufs Klo. Ich habe meiner Mutter schon mal gesagt, dass sie sich noch mal umziehen soll, bevor wir das Haus verlassen haben. Ja, ja. Falsch. Genau. Cause my mom has this ugly ass wig. Und nicht so zu ihr. Aber es ist Umziehsklamotten. Wig? Ja, Wig. Umzieh, like, just change yourself. Ja, wie gesagt, so die Wig wechseln. Meine Mutter hat so eine hässliche Wig, ne? Boah, die ist so hässlich. Ist nicht, die ist hässlich. Ohne Witz. Ist Hobby. Du machst sie 20 Jahre älter damit. Was ist denn? Ist ja immer noch so. Oh, she knows that one hair. Twins are away. It's so George, you like that? Komm zu lang, sie hängen mir fast zu nah. Oh mein Gott. Das ist so fancy. Meine Lieblingshose, ne? Ich weiß nicht wieso. Ey. Man zieht ja so komische kleine Schuhe an. Schlimm ist die Füße. Was machst du hier? Ich hab schon mal bei einem Kumpel gepopelt und das dann einfach irgendwo abgespielt. Du bist eklig, Mann. Oh, wow. Nein. Chris! Du kommst nicht mehr zu mir. Nicht, mehr das so. Nicht, dass es abschmiert, aber ich mach so. Hä, Mann! Wie das? Also, das klingt. Oh nee, du hast echt. Ich finde das so respektlos. Ja. Es hat schon mal jemand bei mir gemacht mit Ohrenschmalz, ihr wart alle da. Oh, ja. Das war so. So. Ja. Und die Person so. Schatzi, hast du noch so ein auf. Du spürst dieses. Die Wärme. Oh. Nein, nicht Wärme, sondern dieses. Es war so. Dieses. Weißt du? Ich wäre immer so paranoia. Ich hätte das Gefühl, dass. Okay, maybe there's a. Kameras. Setup. Ja. Und jemand sieht dich und dieses, so. Wie viele Mal so way. Ja, ne? Oh, oh. Mir hat schon mal jemand aus Versehen in den Mund gespuckt. Ihhh. Beim Reden halt. Noch nie beim Reden oder so. Also an die Lippe oder so, dann denkst du dir nur so, wo du diese... No. Boah, kennt ihr das in der Schule, so diese Leute, die so voll eklig aussehen? Die Leute, die halt schlau sind, aber eklig aussehen. Yeah. So voll, ja. Und es waren zwei eklige Sachen. Einmal redet so und hat mir voll ins Auge gespuckt. Ist so, Jesus. Boah, die Auge ist nicht so schlimm, aber es ist das Auge ist schlimm, weil es geht nicht mehr auf dir. Es geht nicht mehr raus aus deinem Mund, aus deinem DNA. Auge ist kam. In deinem Mund. Du weißt richtig, in deinem Mund. Ja, und ich kann ausspucken. Na, ist zu leicht. Aber vor dem Gesicht. In dem Moment, er redet mit dir. Oh, Tinte, ne? Ja, aber du schluckst dein Auge. Wie schluckst du bitte? Was ist dein Schluckerguss? Nein, es ist so. Ja, komm so. Oder wir lachen mal was. Stopp, in deinem Kopf machst du so, spuck ich jetzt aus, schluck ich jetzt gleich zu, lass so. Like, I don't know that time. Ich schluck ein, like, das passiert einfach. Traube, nicht. Oder wenn es abfällt, durch bei der Lippe bleibt so einfach. Ja. Und weiß nicht so, soll ich es abwischen? Oder? Das ist ja komm, wenn es Spucke ist. Essensreste. Boah, hör doch auf. Ja, das mit Essensreste. Okay, it's actually turning to be disgusting. Ich hab schon mal jemanden richtig ins Gesicht genießt. Ich weiß gar nicht. Ich hab jemanden ins Gesicht gefurzt. Ah, oh, Mann. Ja, mein Bruder hat mir ins Gesicht gefurzt. Mein Bruder. Ey, das war wieder derselbe Kerl. Nur wieder derselbe Kerl aus der Schule. Wir sitzen im Unterricht, er saß so vorne hinter mir, ne, auf einmal. Boah. Das war, man hört richtig. Das war echt gut, ja. Ey, ich hab richtig so, an meinen Nacken. Ich so, ey, ich hab so geschrien. Halt, bitch. Halt, no problem. Halt, ohne Witz. Nee. Und alle haben so gelacht und ich so, Jesus. Ist das so ich nee, das war so richtig ein Afro. Afro! Afro! Sogar ich weiß, was das heißt und ich weiß nicht über die Sprache. Das war so, ach! Ich so, oh, nee. Das war's mit dem zweiten Teil von Never Have I Ever. Wenn es euch gefallen hat, wie sonst auch immer, ein Daumen hoch! Don't forget to subscribe, falls ihr es noch nicht schon habt.
hier. Und vergesst nicht zu kommentieren. Danke. Alles schauen. Bis zum nächsten Video.